Willkommen zurück bei Koschis Kosmos. In den ersten beiden Folgen haben wir ja viel über die Gravitation gelernt. Warum dank ihr die Erde um die Sonne kreist und warum es Ebbe und Flut gibt. Was wir allerdings bisher noch überhaupt nicht herausgefunden haben, ist, wie groß die Erde, der Mond und die Sonne eigentlich sind und wie weit der Mond und die Sonne von der Erde entfernt sind. Um das herauszufinden, brauchen wir die Geometrie. Geometrie ist ein Wort aus dem Griechischen und bedeutet Erdvermessung. Wir wollen damit aber nicht nur die Erde vermessen, sondern am besten das ganze Sonnensystem. Das ist keine ganz einfache Aufgabe, aber wir wollen trotzdem versuchen, das in einer etwas vielleicht längeren Folge zu schaffen. Wir brauchen dafür eigentlich nur zwei Dinge aus der Geometrie: das Dreieck und den Winkel. Ein Dreieck habt ihr sicherlich alle schon mal gesehen. Aber was ist eigentlich ein Winkel? Wenn ihr zwei Linien habt, die sich treffen und ihr entlang der einen Linie schaut, dann sagt euch der Winkel, wie weit ihr euch oder euren Kopf drehen müsst, um entlang der anderen Linie zu schauen. Muss man eine Vierteldrehung machen, nennt man den Winkel einen rechten Winkel. Die zwei Linien können auch die beiden Enden eines Kuchenstücks sein. Der Winkel gibt dann an, wie viel vom Kuchen ihr ausgeschnitten habt. Ein rechter Winkel entspricht einem Viertel des Kuchens. In einem Dreieck mit einem rechten Winkel muss man nur eine der Seiten und einen der anderen Winkel kennen und kann damit alle anderen Seiten ausrechnen. Wie helfen uns Dreiecke und Winkel, irgendetwas zu vermessen? Stellt euch vor, ihr wollt wissen, wie groß ein Baum ist und ihr habt ein Maßband, aber der Baum ist viel zu hoch, um seine Höhe direkt zu messen. Sucht euch einen Punkt vor dem Baum und messt die Entfernung zwischen dem Punkt und dem Baum. Wenn ihr jetzt messt, wie groß der Winkel zwischen der Linie vom Punkt zum unteren Ende des Baumes und der Linie Punkt zum oberen Ende des Baumes ist, dann könnt ihr ausrechnen, wie groß der Baum ist. Seine Höhe ist nämlich eine Seite dieses Dreiecks. Das ist das wichtigste Prinzip dieser Folge. Wir wollen ein Dreieck mit einem rechten Winkel finden. Wenn wir dann eine der Seiten und einen der anderen Winkel kennen, verrät uns das alles, was wir über das Dreieck wissen wollen. Wenn wir nun das Sonnensystem vermessen wollen, müssen wir als erstes einmal wissen, wie groß eigentlich die Erde ist. Wir haben schon in der ersten Folge darüber geredet, dass es ganz leicht ist herauszufinden, dass die Erde eine Kugel ist. Aber nicht nur das. Da die Erde sich dreht, ist es auch leicht herauszufinden, wie weit nördlich oder südlich man auf dieser Kugel ist. Nachts sehen wir ganz viele Sterne, die sich nur zu bewegen scheinen, weil sich die Erde dreht. Man nannte sie deshalb früher Fixsterne. Die Fixsterne ziehen eine Bahn über den Nachthimmel, weil sich die Erde dreht. Aber nicht alle. Auf der nördlichen Halbkugel sieht man den Polarstern, an dem das Sternbild Kleiner Wagen hängt. Der Polarstern scheint sich die ganze Nacht fast gar nicht zu bewegen, weil er steht nämlich genau in einer Linie mit der Erdachse. Alle anderen Sterne und auch das Sternbild Kleiner Wagen ziehen also nachts einen Kreis um den Polarstern. Was hilft uns das? Dafür müssen wir vielleicht einmal kurz klären, was eigentlich der Horizont ist. Die Schwerkraft der Erde zieht euch zu ihrer Mitte. Das ist unten. Wenn man jetzt mal Gebirge und Täler außer Acht lässt, ist die Ebene senkrecht dazu die Horizontebene, deren scheinbarer Rand der Horizont ist. Stellt euch vor, ihr seid am Nordpol. Dann steht der Polarstern direkt über euch. Er ist also im rechten Winkel zum Horizont. Seid ihr am Äquator, dann ist der Polarstern am Horizont. Ihr seht in der Animation, dass der Winkel zwischen Horizont und dem Polarstern der gleiche Winkel ist wie zwischen eurem Standort auf der Erde und dem Äquator. Diesen Winkel nennt man übrigens Breitengrad. Erinnert euch, das ist ein bisschen wie bei einem Kuchen, bei dem der Winkel angibt, wie groß das Stück ist, das man ausgeschnitten hat. Wie könnt ihr also herausfinden, wie groß die Erde ist? Ihr müsst nur die Entfernung zwischen zwei Orten kennen, die nördlich bzw. südlich voneinander liegen und dann dort jeweils den Winkel des Polarsterns zum Horizont messen. Das muss man nicht unbedingt mit dem Polarstern machen, aber mit dem ist die Methode am einfachsten zu verstehen. Sehr früh hat zum Beispiel Eratosthenes von Kyrene anhand des Sonnenstandes und zwei Messungen in Griechenland und in Ägypten herausgefunden, wie groß die Erde ist, und seine Messung war auch schon ziemlich genau. Heute wissen wir, die Erde hat einen Durchmesser von fast 12.800 Kilometern. Heute denkt man übrigens oft,
dass die Menschen noch ganz lange nicht wussten, dass die Erde eine Kugel ist, vielleicht noch bis nach dem Ende des Mittelalters, das stimmt aber nicht. Zur Zeit von Galileo Galilei im 17. Jahrhundert war die Frage nicht, ob die Erde eine Kugel ist, sondern ob sich die Sonne um die Erde oder doch eher die Erde um die Sonne dreht. Ich stelle euch heute einen neuen Planeten vor, die Venus. Die Venus ist näher an der Sonne als die Erde. Wir sehen sie deswegen immer nah bei der Sonne. Also entweder kurz nach Sonnenuntergang oder kurz vor Sonnenaufgang. Man hat sie deswegen früher auch Morgen- oder Abendstern genannt. Aber denkt dran, sie ist kein Stern. Sie ist ein Planet, ein Gesteinsbrocken wie die Erde, der die Sonne umkreist. Weil die Venus ungefähr so groß ist wie die Erde und auch relativ nah bei der Erde, ist nichts außer der Mond am Nachthimmel heller als die Venus. Wir sehen die Venus immer in einem anderen Winkelabstand zur Sonne. Wann aber ist dieser Winkelabstand am größten? Also wann ist die Venus aus unserer Sicht am weitesten von der Sonne weg? Das ist genau dann, wenn zwischen der Linie Sonne-Venus und der Linie Sonne-Erde ein rechter Winkel ist. Nun ist diese Seite des Dreiecks der Abstand von uns zur Sonne. Diese Seite ist der Abstand Venus zur Sonne und diesen Winkel können wir einfach messen, indem wir in den Himmel schauen. Wir kriegen so also ganz leicht schon mal das Verhältnis vom Abstand Erde-Sonne und Abstand Venus-Sonne heraus, weil das ja zwei Seiten unseres Dreiecks sind. Wir wollen aber nicht nur das Verhältnis wissen, sondern auch die wirklichen Zahlen. Wie weit ist denn nun die Erde von der Sonne weg? Auch dabei hilft uns wieder die Venus. Weil die Venus näher an der Sonne ist als die Erde, kann es passieren, dass die drei Himmelskörper genau auf einer Linie sind. Sonne, Venus, Erde. Und dann sehen wir die Venus als kleine dunkle Scheibe genau vor der Sonne. Das ist also quasi wie eine ganz kleine Sonnenfinsternis, nur dass in dem Fall die Sonne wirklich kaum finsterer wird. Man nennt das einen Venustransit. Das letzte Mal ist das 2012 passiert. Hier seht ihr ein paar Fotos davon, wie das aussah. Diese kleine dunkle Scheibe vor der Sonne ist die Venus. Hier sieht sie ausnahmsweise mal dunkel aus, weil wir ja die Seite sehen, die nicht von der Sonne angeschienen wird und die helle Sonne im Hintergrund ist. Man kann schon sehr lange ausrechnen, wann ein Venustransit passieren wird. Und Forschende, die auch unbedingt wissen wollten, wie groß das Sonnensystem ist, haben einen großen Aufwand betrieben, ihn von unterschiedlichen Orten auf der Erde zu beobachten. Guillaume Le Gentil war zum Beispiel so motiviert, dass er für den Transit 1761 nach Indien reiste, ihn aber dann aufgrund von Problemen nur vom wackeligen Schiff aus beobachten konnte. Weil der nächste Transit nur 8 Jahre später war, entschloss er sich kurzerhand einfach in Asien zu warten. Beim nächsten Transit war es dann aber leider bewölkt und er konnte gar nichts beobachten. Auch die Rückreise in sein Heimatland Frankreich war sehr gefährlich und als er dort ankam, merkte er, dass alle, die ihn kannten, schon lange dachten, dass er gar nicht mehr lebte. Jetzt kommt alles zusammen. Dreiecke, Winkel und die Größe der Erde. Je nachdem, wo man auf der Erde ist, wie weit im Norden oder im Süden, sieht man die Venus auf der großen Sonnenscheibe an einer bisschen anderen Stelle. Diesen Effekt nennt man Parallaxe. Das ist genauso, als wenn ihr einen eurer Finger vor euer Gesicht haltet, ihn anschaut und abwechselnd nur das linke oder das rechte Auge offen habt. Dann seht ihr, dass sich je nach offenem Auge ändert, was ihr direkt hinter dem Finger seht. Theoretisch könnte man auch einfach beobachten, wie sich die Position der Sonne im Verhältnis zu den ganz weit entfernten Fixsternen verändert, wenn man sie von unterschiedlichen Orten auf der Erde aus beobachtet. Das wäre so, als würdet ihr die Länge eures Armes messen, das entspricht der Entfernung zur Sonne, indem ihr wisst, wie weit eure Augen auseinanderstehen, das entspricht der Entfernung zwischen zwei Orten auf der Erde. Und dann beobachtet, wie sehr der Finger vor dem Hintergrund hin und her springt, wenn ihr jeweils nur ein Auge offen habt. Genau zu messen, wie unterschiedlich man die Sonne von verschiedenen Orten auf der Erde aussieht, klappte über viele Jahrhunderte nur sehr ungenau. Und deswegen wusste man auch die Entfernung nur sehr ungenau. Im Gegensatz dazu ist es bei einem Venustransit viel leichter zu beobachten, wie unterschiedlich die scheinbare Bahn vor der hellen Sonne aussieht, je nachdem, wo man ist. Den Winkel zwischen den verschiedenen scheinbaren Bahnen konnte man nämlich sehr genau bestimmen, indem man die Zeit stoppte, wie lang der Venustransit dauerte. Von verschiedenen Orten auf der Erde ist das unterschiedlich. Sieht man die Venus nämlich weiter am Rand, ist die Dauer ihrer Wanderung über die Sonnenscheibe ein wenig kürzer. Diese Messung gibt uns nun also diesen Winkel in einem Dreieck, in dem eine Seite der Abstand zwischen den beiden Forschenden auf der Erde ist und eine andere Seite der Abstand der Erde zur Venus.
Diese Messung gelang das erste Mal so richtig genau im Jahre 1769. Also in dem Jahr, in dem Guillaume den Transit verpasst hat, weil es bewölkt war. Wir kennen nun also den Abstand von der Erde zur Venus bei einem Venustransit. Erinnert euch aber, dass wir auch schon das Verhältnis vom Abstand Venus zur Sonne und Erde zur Sonne kennen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen rechnen und dann kennen wir endlich den Abstand Erde zur Sonne. Es sind ungefähr 150 Millionen Kilometer. Der Abstand von der Erde zur Sonne ist so wichtig für die Astronomie, dass man ihn astronomische Einheit genannt hat. Fast alle anderen Entfernungsmessungen im Weltall bauen auf ihr auf. Um diese Strecke von 150 Millionen Kilometern auf der Erde zurückzulegen, müsste man über 3500 Mal um die ganze Erde reisen. Da wir ja nun wissen, wie weit die Sonne weg ist und natürlich auch wissen, wie groß sie von uns aus aussieht, wissen wir nun auch die Größe der Sonne. Ihr Durchmesser sind ungefähr 1,2 Millionen Kilometer. Das ist über 100 Mal der Durchmesser der Erde. Die Erde würde also 1 Million Mal in die Sonne passen. Zum Abschluss verrate ich euch noch eine der Methoden, mit der man rausbekommt, wie groß der Mond ist und wie weit er weg ist. Bei einer Mondfinsternis sieht man den runden Schatten der Erde auf dem Mond. Man kann damit ausrechnen, dass der Durchmesser des Mondes ungefähr 1/4 des Erddurchmessers ist. Sonne und Mond sehen von uns aus gleich groß aus. Deswegen gibt es ja Sonnenfinsternisse. Der Mond ist aber kleiner als die Erde. Also wissen wir, die Sonne ist über 400 Mal so groß wie der Mond und auch 400 Mal so weit weg. Also, nochmal. Die Höhe des Polarsterns verrät uns auf unserer runden Erde, wie groß sie ist. Einfach nur, wenn man weiß, wie weit man nach Norden oder Süden gereist ist. Der maximale scheinbare Abstand der Venus zur Sonne verrät uns das Verhältnis von der Größe ihrer Bahn zur Bahn der Erde. Ein Venustransit sieht immer ein bisschen anders aus, je nachdem, wo man auf der Erde ist. Mit einer genauen Uhr und ein bisschen Geometrie verrät uns das, wie groß das Sonnensystem ist. So, das war's für heute mit Koschis Kosmos. Ich hoffe, ich konnte euch was Interessantes erzählen und freue mich aufs nächste Mal.